Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des actiongeladen Far Cry 6. Ich bin's wieder, euer Jokermeister. In der letzten Episode haben wir den kleinen Hund Chorizo kennengelernt und haben die Camilla kennengelernt, dessen Vater hier also Kommandant ist. Er hat vorhin mit einem Krokodil hier gerasselt und da war schon Schluss. Und dann machen wir dann sofort wieder weiter, Leute. Gut. Alles klar, dann gehe ich mal zu Chorizo hier. Mal streicheln. Wer ist ein guter Junge? Na du. Na, seht euch mal an, Leute, der ist ja richtig süß. Ne, nehme ich ja. Ehrlich gesagt, gut. Ich spreche kein Hundisch, amigo. Wer ist ein guter Junge? Leute, seid euch das mal an. Hat ihr überhaupt Beine hinten jetzt oder nicht? Ich glaube, der hat keine Beine hinten. Der trägt Werkzeugkasten mit sich. Der hat sogar eine Hütte hier. Was ist denn hier? Lesen? Rezeptekarte, Chorizo, da nicht hungrig werden. Zutaten, Krokodilfleisch, schwarze Bohnen, Rosenwasser. Gut, gut, gut. Shit, okay, alles naja, klar. Du hast bestimmt immer Hunger, was? Vielleicht magst du mich, wenn ich dir was Leckeres mitbringe. Binga. Gut, habe ich jetzt eine Mission hier am Start oder was? Es gibt viele große Krokodile in Costa de Mar. Gut, Costa de Mar. Ich sollte in Parque Serpentino suchen. Eine Parkour, gut. Okay. In Costa de Mar, alles klar. Costa de Mar. Dann gehen wir mal hier ans Flussufer. Wir sollten doch welche sein. Alles klar. Gut, raus aus dem Lager. Was denn jetzt? Kann er nicht springen? Kann sie nicht springen? Ach, shit. Ah, hier kann ich raus. Alles klar, gut. Ja, jetzt sind wir wieder in Festversionsschritt unterwegs. Ja, nicht ganz ruhig, Fetchen. Und runter geht's. Hüa. Hey! Was hat den ganzen Baum? Spring! Spring! Sehr gut. So Leute, wir sind jetzt hier an dem Flussufer. Ich glaube, hier sollte es welche geben. Große Krokodile. Hier sollten aber welche sein. Also da habe ich was schwimmen gesehen jetzt. Nee, das sind nur ein paar blöde Fische. Gut. An anderen Flussufer. Okay, das ist Gebiet für Fische hier. Gut, gut. Ich gehe mal kurz zurück wieder nach oben. Komm mal her, Fädchen. Na los. Zurück ins Lager, ich muss mal was sehen. Ganz ruhig.
Ah, so kann ich das wegmachen, wieder einsetzen, alles klar. Ich glaube, hier geht's nach oben, ins Lager. Ganz ruhig! Ach. Ne, hier ist das Lager, gut. Einfach kurz nach links. Naja, so auswendig kenne ich die Map jetzt nicht. Ich bin das erste Mal hier. So. Alles klar, wieder. Aus dieser Perspektive und... Kann ich das wieder lesen? Ja. Gut, er darf nicht hungrig sein, ich muss mir das Rezept noch während aufwärts der kleine Schredder. Gut. Zutaten. Krokodilfleisch. Sein Lieblingsfleisch. Fleisch gut. Schwarze Bohnen. Bohnenwasser. Fuß. Ach meine Fresse. Finde das größte. Hinterhältigste und hässlichste Krokodil des Costa de Mar. Phyllis Profil Nummer 1. Im Team wurde ein paar Soldaten, aber gut. Letztes Versuch in Paris, Lieblingskrokodil, ja, am westlichsten Ende des Costa Ritas. Philipp Profil Tipp Nummer 3. Sei nicht. Zeigt mit dem Rosenwasser, es ist schließlich horizontal. Gut, 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 alles klar. Ja, wie wir alle. Das Arschloch hat uns mehr Geld und weniger Steuern. Ich lasse das mal jetzt sein. Ich gehe mal erst zu der Camilla. Schön, dass du noch hier bist. Ich brauche deine Hilfe, um diesen Teniente zu finden. Unser Soldatenfreund sagt, er wäre auf der Privatinsel von Napoleon el Pequeño. Also werden wir beiden mit dem Boot von einem Anleger in Siniestra nach Cayo Villarreal fahren. Wenn wir diesen Singao umlegen, bricht die ganze Operation von José zusammen. Aber das bleibt unter uns, ja? Papa hat schon genug um die Ohren. Gut. Wir sehen uns am Boot. Komm schon. Das weiß doch jeder, Comadre. Alles klar. So, erstmal ein Fahrzeug suchen. Ich gehe einfach die Straße entlang. Oder nee, ich rufe mir eins. Ich fahr lieber. Gut, aus dem Weg, alles klar. Da kommt er schon. Meinst du? Danke. Und los geht's. Mit zwei von euch komme ich nicht klar. Juan hier, Juan da. Lass gut sein, war ein schlechter Witz. Schau einfach bei Yami vorbei. Mach ich. Also das war nur Spaß. Das kann man sofort sagen. Was sagte sie, wir sollen uns am Ufer da unten treffen? Am Boot. Ich höre irgendwelche Hunde hier bellen. Da ist ein feindlicher Laster. Gut, der geht weg. Ah, ich hab geglaubt, ich wäre schon ein Sieg. Aber Schatzsuche gerade öffnen. Gut, hier gibt's einen Schatz. So, ist ein Fisch hier. Hier. Krokodiljagdgebiet, wilde Tiere. Ah, da hier ist dann das große Krokodil. Gut.
Das machen wir auch in dieser Episode. Dann gehen wir mal erstmal hier gucken, wo dieser Schatz ist. Hier gibt es so ein krasses Bild. Grand Premio de Yara. Gut, schließen. Lesen. Gut. Da ist wieder ein Hase, Leute. Hier höre ich irgendetwas knurren oder so. Gut. Hier. Es geschafft, ich habe ihn gefangen. Gut. Scheiße. Dieser Typ hat ein ernsthaftes Ungezieferproblem. Ich sollte mal reinschauen. Das ist also Alvaros Haus. Keine Spur von ihm. Oder dem Mungo. Ah, da drin ist auch der Diamant. Kann ich das so zerstören? Vielleicht zack? Ja, genau. Und so geht's rein, einfach. Gut. Ich guck mal hier. Ah, Schlüssel wird benötigt. Gut. Informationen zufolge der Überwachung. Die Guerilla, alle unsere Varianz. Gut. Gut, wo ist er denn jetzt? Wo ist denn sein Versteck? Gut, hier ist eine Tasche. Die Tasche habe ich auch, nur eine Tasche. Alles klar. Vielleicht ist er hier unten irgendwo. Was war das? Oder hier. Aus dem Schuppen da. Jetzt habe ich den Schlüssel für diese Truhe. Erstmal die Truhe öffnen. Oder ist das der Schlüssel von dieser Tür? Aber erstmal in die Tür. Nee, shit. Aber kann das jetzt Schlüssel? Shit, was ist das denn? Komm zurück! Was ist das denn? Oh du meine Fresse, wie mache ich den jetzt? Ach, das schaffe ich gleich. Komm her! Wow, der ist aber schnell. Ach, zwischen Schweine. Ja, der ist fast fertig. Aber flink ist er schon. Komm mal her. Zack, 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 zack. Ich hab ihn fast. Ach, shit. Da ist er. Mann, 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 Mann. Ja, ich hab ihn. Die Schreckensherrschaft des Mungos ist vorbei. Und danke für den Schlüssel. Gut, Schlüssel zum Leiter. Gut. Schon erledigt. Den Schlüssel habe ich jetzt. Jetzt gehen wir mal die Truhe öffnen. Was sich wohl da drin versteckt. Sehen wir mal nach. Wo ist denn die Truhe jetzt? Ich bin froh, dass ich hiermit fertig bin. Na, ich hab ne Knarre bekommen. Tödliches Duios. Gut, runterspringen. Zack. Hier wieder raus. Und zum Ufer hier. Gut, triff es Brand ein. Gut. Wir gehen ein großes Risiko ein, Feind Teniente. Wenn du was auszusetzen hast, kannst du schwimmen. Schönes Boot. Gehört es dir? Nein, habe ich gestohlen. Sie Papa fährt. Hat mir beigebracht, wie man Traktoren kutscht. Ich gucke. Boote unterscheiden sich da nicht so sehr. Hey, Carlos muss zu einem Arzt. Hm. Viel Glück. Er hustet Blut. Er braucht Hilfe. Papa hat mich mal mit zum Fischen genommen. Südlich der Costa del Mar.
Er kann gut mit Vieh umgehen, aber nicht mit Fischen. Er hat einfach zu wenig Geduld und konnte nicht auswerfen. Immer zog er die Schnur über den Boden. Einmal verfing sich der Haken sogar an seiner Lippe. Du Scheiße. Er war so wütend, dass er eine Stange Dynamit ins Wasser warf. Er hat eine Menge Fische getötet, aber auch ein verdammtes Loch in unser Boot gesprengt. Wir sind 5 Kilometer zur Küste zurückgeschwommen. Alle Boote haben angehalten, um uns zu helfen, aber Papa sagte denen, sie sollen sich verpissen. Was hat das damit zu tun, dass Carlos krank ist? Was ich sagen will, ist, dass der Tag, an dem Carlos Montero Hilfe kriegt, der Tag ist, an dem die Hölle zufriert. Alter, ihr Monteros seid stur. Ich nicht, nur Papa. Ja, klar. Als Maul. Scheiß Tabak. Er sollte unsere Leute reich machen. Das hat Anton zumindest behauptet. Sie? Deshalb wurde er gewählt. Ja, von uns haben auch viele für ihn gestimmt. Wir haben an seine Versprechen geglaubt. Wir dachten, es wird wieder so wie damals. Wie eine Fantasiewelt. Wir lagen so verdammt falsch. Wenn wir etwas verändern wollen, muss uns jemand in Form bringen. Guck mal, Leute, ein riesengroßes Schiff. Und das ist sicher nicht Papa. Ich glaube, ich werde die alles wieder zusammenbringen, zusammenfalten. Ich werde den Obermacker killen. Ich werde euch hier alle retten. Carlos hat also keinen Plan? Sein Plan ist folgender. Sag bloß niemandem, was du fühlst. Niemals. Traue niemandem, schon gar nicht deiner Tochter. Reagiere einfach auf das, was Napoleon el Pequeño dir entgegenwirft. Er ist so altmodisch. Erinnert mich an meinen Direktor aus dem Waisenhaus. Streng. Hart wie Stein. Aber wenn er dich mochte, dann hattest du einen Freund fürs Leben. Das wird uns noch alle umbringen. Wir können nicht immer nur auf José reagieren. Das funktioniert ja nicht. Wir brauchen was Neues. Flexibleres. Wir müssen diesem Hijo de Puta immer einen Schritt voraus sein, bis er tot ist. Sehe ich auch so. Gute Antwort, Dani. Sind wir jetzt endlich da? Ich bin fast eingeschlafen. Da ist der Helikopter. Wow, Leute, das sieht aus wie ein Film. Mierda. Hast du Mexikanische? Der Tabak hier draußen wurde vivirofiziert. Wir können nicht mal unser eigenes Kraut rauchen. Come mierdas. Castillo. ¿Qué pasó? José Vixa Castillo. Antons beschissener Neffe. Lo veo y no lo creo. Was macht er? Er redet mit dem Teniente, nachdem wir suchen. Wirkt mehr wie ein Wissenschaftler. Schalten wir José aus. No. Zu Namen Teniente. Shit. Der hat ihn mit dem Schwert getötet. Scheiße. Hey, da drüben. Au, 2 Soldaten, ja. Sich gut. Ich muss wissen, wo dieser Wissenschaftler hin will. Lass uns nach Informationen suchen. Na los, vielleicht hilft uns ein Freund beim Hubschrauberlandeplatz. Komm schon, wir wurden vom General hier zur Bewachung seiner Insel abgestellt. Was ist mit ihm? Wie haben wir ersetzt? Sie wurden hier stationiert. Gut, mal den Ball hier werfen. So. Geh mal nachsehen, geh mal nachsehen. Genau, Mann, geh mal nachsehen. Zack. So, Scheiße. Nochmal. Das war knapp. Gut, kein anderer hat's gehört. Alles klar, das war ja leicht. Gut. Mierda. Sanitäter. Geh mir aus dem Weg, Clara. Hier noch welche? Nee. Nur da. Am Fuß. Alles klar, dann gehen wir mal hier lang. Und?
Also das ist Raketenwerfer und Pitbull, Rottweiler ist mit ihm. Ach, was guckst du so? Du siehst mich überhaupt nicht von dieser Entfernung. Zack, was machst du jetzt? Nichts, ne? Gut, aber wie schalte ich jetzt den Hund aus? Was mache ich mit diesem Hund? Ich kill ihn mit der Angelrute. Gut. Mal nachdenken, ob sie diese Schüsse da hören jetzt. Was? Kommt der Hund jetzt hierher? Bitte nicht. Ach, ich versuche sie mal so zu killen. Ich versuche mal hier sie so zu killen, dann kill ich den Hund mit dem Machete. Jetzt aber schnell, was machst du denn, Mensch? Du. Das war knapp jetzt. Komm her. Bam, bam, bam. Das war's für dich, Mensch. Hat mich noch jemand gemerkt hier? Nee, gut. Jemand von dieser Seite. Ach, sie haben mich jetzt alle hier bemerkt. Bam, bam. Schnell tot, gut. Schnell tot, gut. Weiter geht's. Die machen wir schnell fertig jetzt. Zack, 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 zack. Gut. Komm, mach ihn fertig. Da, na, na, na. Ah, oh, das schießt ein bisschen. Ah, wow, ein Schuss, alles klar. Schnell fertig gemacht. Mama, 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 alles klar, weiter geht's. Mama, 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 Mama. Schnell weg, schnell weg. Zack. Gut, alles klar, weiter geht's. Alles in Ordnung, alles gut. Die mache ich mal mit dem Sniper fertig. Nichts passiert, alles gut. Ach, von dieser Entfernung, zack. Was bist du denn für einer? Ach, ich gehe voll auf die Granate. Ach, du. Gut, erstmal mir helfen, dann helfe ich dir, Clara, warte kurz. Nicht Clara, sondern Camilla. Ah, du, Gott verdammt. Gut, geschafft. Wer ist der Erste? Ich komme ja schon. Komm, aufstehen. Gracias, amiga. Und wo jetzt? Ist das ein Panzer da oder ein Schiff? Ein Schiff. Ah, hier wimmelt es von diesen Leuten hier. Komm, schnell heilen. Komm, nimm das den. Ah, so ist gut. Eins, zwei, komm, zwei, gut, Granate abgewischt, und zwar weiter geht's, zack, der Sniper funktioniert so komisch, zack, zack, gut, geschafft. Ach, von wo? Ah, okay, das ist die Camilla. Alles klar? Na, 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 gut. Was willst du? Hilfe willst du? Ah, hier hast du Hilfe. Hier noch jemand?
Ist hier noch jemand? Ja klar. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Gut. Camilla hat ihn erledigt. Ich hab ihr geholfen. Bam, 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 bam. Fertig. Ganz schnell eins. Was wärst du denn da? Komm her und kämpf wie ein Mann gegen mich. Oder wie eine Frau. Wenigstens wie eine Frau, gell? Okay? So, das Lager ist der Ober? Nee, noch nicht. Hier im Haus. Ah, hier gibt's noch viele Feinde. Ah, hier wimmelt es von denen. Nee, nur noch ein paar, glaube ich. Vielleicht höchstens zwei, drei Leute. Ah nee, das ist meine, das ist ein Zivilist. Zack, zack, zack. Gut. Ah, zwei auf einen, ha? Nur nicht sterben, komm, spring. Weg mit dir. Ach, warte. Ach, schon wieder, Ibal. Ah, meine Güte. Ach, shit. Aber was? Warum hat er sich nicht irgendwo versteckt? Muss ja mir da im Ziel stehen. Oh mein, Fresse, wir sind umzingelt hier. Wo denn jetzt wieder? Was denn das? Ah, jetzt mach ich das fest. Und was? Hat sie irgendjemanden wenigstens getroffen? So schaffen wir das dann über. Zack, 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 zack. Gut, heilen, heilen, lass mal heilen. Gut. Glück gehabt. Ach so. Gut. Aber wie mache ich das Flugzeug jetzt runter? Gut. Kämpf oder lauf weg. Nein, ich will nicht weglaufen. Aber die sind überall hier, was soll denn die Kacke? Ah, eine Güte nochmal. Komm, hilf mir bitte, Camilla. Ja, jetzt wird er mich sofort kalt machen. Gott sei Dank nicht. Wo ist der denn? Ah, da ist er. Dann, ah, gut. Kann ich deine Waffe nehmen? Nee, wie soll ich dann den Hubschrauber wegblasen? Ich versuch mal so. Ach, das schaffe ich doch nie. Vielleicht mit dieser Waffe. Wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott, kann er niedrig fliegen? Das ist doch total unfair. Also, bam. Hab ich dir gezeigt. Was? Ich hab keine Chance. Und der hat das überlebt. Diese Sau hat das überlebt. So, nun ein Hubschrauber. Also Leute. Oh mein Gott, weg, 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 weg von mir, weg. Nicht nach oben klettern, sondern weg. Ah, meine Güte.
Scheiße doch. Leute, das war jetzt eine halbe Stunde nur ballern. Die Mission war richtig schwer. Also richtig schwierige Mission. Ich muss wissen, wo dieser Wissenschaftler hin will. Lass uns nach Informationen suchen. Na los, vielleicht hilft uns ein Freund beim Hubschrauberlandeplatz. Ich werde mal jetzt hier leise vorgehen. Da werfe ich den Ball. Mann. Niemand hat je wieder von ihnen gehört. Das ist kein guter Job, Gesere. Oh, Scheiße. Mann, komm, werf das Messer. Zack, fertig gemacht. Fertig gemacht. Keiner hat's gehört, bitte. Keiner hat's gehört. Gut, ich glaube, das hat keiner gehört. Was hier? Ach, nur Munition. Gut, Leute, ich versuche mal jetzt von dieser Seite. Mir war jetzt aber nicht klar, warum die Clara mich nicht gerettet hat. Oh, hier sind zu viele Leute. Guapo, was machst du denn hier? Warum bist du nicht vorhin gekommen? Als ich dich brauchte, mein Freund. Guck mal da, da ist doch was. Gut, die hat sich da hingelegt. Ich gehe mal schnell jetzt da rüber. Nee. Ah, ja, da war's. Gut, ich hab die Schnauze jetzt voll. Zack. Weiter geht's. Zack. Gut. Und immer weiter, immer weiter. Zack. Gut, weiter, immer weiter. Hey, wir müssen immer noch herausfinden, wohin der Wissenschaftler verschwunden ist. Zack. Ah, shit. Du blöde Töle. Mann. Was jetzt? Ah. Schon wieder. Na komm, kommt die jetzt. Können sie mich retten? Leute, ich werde doch nicht jetzt wieder sterben hier. Ich hab keinen Bock. Kommt die jetzt oder nicht? Ja, ich glaube, die kommt. Ah, shit. Camilla, du bist blöd wie ein Huhn. Ich muss wissen, wo dieser Wissenschaftler hin will. Ach, du kannst mich mal. Na los, vielleicht hilft uns ein Freund beim Hubschrauberlandeplatz. Hola, Perito. Vielleicht wäre es nicht schlecht, dass ich mal einfach drüber schwimme da. Ich versuche mal das. Ob es geht, weiß ich nicht, aber ich habe die Schnauze voll jetzt. Die machen mich ganz schnell fertig und die Camilla kann gar nicht. Und Guapo lässt mich im Stich, also... Ich muss mal ein bisschen alleine spielen, nicht die ganze Zeit filmen, Video machen. Bisschen lernen, wie es geht.
und bisschen Ausdauer und alles Mögliche reinmachen in meinen Charakter. Gut, hier soll ich hin. Und was jetzt? Hier. Lesen. Ein Abend auf Kaio Villa. Okay. Hier steht, José hat eine Villa auf der Nordseite der Insel. Sehen wir uns da mal um. Vielleicht verrät uns etwas, wohin er verschwunden ist. Ach, ihr wollt mich doch verarschen, Leute. Sollte ich nur das machen oder was jetzt? Wo ist jetzt das Missionsziel? Ah, da. Verstehe, gut. Na? Jetzt muss ich euch nicht mehr besiegen, hm? Aber ich werde euch auf jeden Fall mal angreifen. Ah, gut. Wenn ihr ein paar Leute verliert, dann ist trotzdem besser. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Oh, eine Fresse, ich würde wieder sterben, Leute. Oh mein Gott. Warum? 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 Das war die schlechteste Spielrunde in der Geschichte. In meiner Geschichte von Far Cry. Generell von Far Cry 1, wie Kind, das ich gespielt habe. Ach, da ist ein blöder Wissenschaftler. Ich hätte doch nur rüberschwimmen sollen, das lesen und fertig, aber ich musste ja unbedingt da schießen. Alles klar, habe ich. Okay. Und zurück. Nee, besser nicht. Das lasse ich mal jetzt, Leute. Da ist ein Pferd, aber ich glaube, wir sollten zu Fuß gehen. Was macht sie denn jetzt? Kommst du, Camilla? Ah, meine Güte. Ah, den habe ich schon gekillt. Komm jetzt, lass die, bitte. Hier habt ihr ein Absichtsgeschenk von mir. Genau. Okay. Komm, Camilla, lass das. Wir müssen noch herausfinden, wohin der Wissenschaftler verschwunden ist. Wow, der Strand sieht so real aus. Was macht die denn? Ah, du meine Fresse, was ist das denn für ein Mist? Eine Mickey Maus Scheiße. Oh, sie rennt so schnell und ist so weit weg. Und ich gehe so ganz langsam, was soll das? Komm oder lass mich die Mission alleine machen. Jetzt weiß ich, ich bin total gestresst, Leute. Ich hab echt keinen Bock. Meinst du, José hat hier irgendwo einen Computer? Das ist ein Ingenieur. Das soll ein Ingenieur sein. Ah. Heutzutage ist jeder ein Ingenieur. Spezialeinheit. Ah ja, das wird jetzt wieder hier Appetit. Aber von welcher Seite kommst du denn jetzt? Hier? Einsatz. Ah. Nicht schießen, Camilla. Vielleicht schießen wir auf das Krokodil.
Da ist doch noch jemand, den ich schnell entdecken kann. Wo ist am Boden? Bam! Gut, der ist gekillt. Ja, die haben mich jetzt auch entdeckt. Ah, komm, los, ich hätte die Wand. Gut, versteck dich bitte jetzt. Warte, ganz langsam. Oh, das kann ich unmöglich alleine schaffen. Schieß mal ein bisschen, schieß mal mit. 50 Leute gegen mich. Gut. Bam. Den hab ich getroffen. Bam. Bam. Ah, mit diesen scheiß Bomben. Zack. Ich hab ihn getroffen, fast nichts. Hab ich ihn? Mit einem Schuss hab ich ihn erlebt. Bam. Nichts. Bam. Gut, tot. Bam. Bam. Und noch einer übrig. Wow, vorbei ist. Nicht. Wow, vorbei ist. Genau. Komm. Ach, bist du angreifst, hab ich ihn schon gekillt. Wow. Was für ein Hammer-Ding. Ist das ein Porsche oder ein Nissan? Very right, that was. Das ist doch ein Nissan. Egal. Wow. Luxus Hotel. Gut, such nach Informationen. Alles klar, im Suchgebiet. Hab ihn! Kein Passwort, Idiota. Mal sehen, was wir hier haben. El Pequeño hat eine scheiß Folterkammer voll mit Parias. Gefangen. Unter dem Leuchtturm, südlich von hier. Cojones. Kannst du mich reinlassen? Cojones. Schon geschehen. Ich bleib hier und guck mal, was ich noch finden kann. Suerte, Dani. Gut. Was willst du denn hier? Du überfüllst nicht mal die Lage, ja? Verpiss dich, Alter. Gut. Was soll ich? Auf, was? Renn besser schnell weg. Mach ihn fertig, du Appa. Ja, ich war mal jetzt mit dieser schicken Karre. Wow. So, mal zum Gefängnis gehen, Leute. Das muss ich jetzt mal ein bisschen schneller machen. Das Video ist fast vorbei. Und dann. Gut, nee. Ich hab noch 300 Meter vor mir. Bin ich echt stecken geblieben? Nee. Nee. Gut. Aber jetzt. Nee, noch nicht. Geil, das schaffst du. Ich weh, ich mach keinen Unsinn mehr. Komm, gut, Gott sei Dank. Ach. Komm. Noch ein bisschen musst du aushalten. Naja, das Auto ist jetzt nicht gerade für den Wald gedacht worden, sondern für eine geile Rennstraße.
Gut, geh mal weg. Oh. Ja, mich hat sofort bemerkt. Tak. Gut gemacht. Oh mein Gott. Weg hinter dem Stein. Gut, das ist nochmal gut gelaufen. Komm. Gut, einer ist weg. Der andere. Schnell erledigt, aber nee. Was soll das Greif in der Hand? Stark. Was bleibt zu Waffen? Da, anders. Stark. Tak. Oh, Leute. Hab ich dich. Was willst du mich mit diesem Fuß treten? Meinst du, dass ich Hund bin oder was? Quapo, wo bist du? Brauchst du Hilfe? Ja. Hast du mein Krokodil getötet, ne? Hab die Schnauze voll von euch Idioten hier. Komm, Guapo. Ein Bunker. Gut. Rein in den Bunker. Ah, hier geht's rein. Mich umbringen. Ich weiß es. Das war's. Bitte, hol mich raus. Oh, was für eine kranke Sache geht denn hier ab? Gracias. Gut. Kein Problem. Bitte. Dios mío. Ja, und gracias. Die Frau schaut. Ah, was ist das denn? Einatmen, ausatmen. Ausatmen, einatmen. José hat das hier als kleine private Folterkammer benutzt. Er hatte Parias da drin, aber ich habe sie befreit. Enfermo mental. Sollte mich eigentlich nicht überraschen. Aber gute Arbeit, Danny. Ich weiß jetzt, wo der Wissenschaftler arbeitet. Das Aschgesicht von vorhin. Sein Labor ist in Brevmira. Wir sehen uns dort. Okay. Sagst du mir dann, was hier wirklich los ist? Ich sag es dir dann, wenn du es wissen sollst. Gott sei Dank, Leute, ist diese Mission endlich vorbei. Das war die schlechteste Mission in der Geschichte. Also, habe ich noch nie so bescheuert gespielt, ohne Idee und sowas. Sonst mache ich sie mit Takedowns fertig, mit Sniper und sowas. Aber, genau, was für ein Scheiß sollte das. Okay, Leute, hier mache ich dann mal Schluss. Und Entschuldigung für die schlechte Reaktion, die ich gemacht habe. Ich bin ja zweimal gestorben hier. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was und macht's gut, Leute. Euer Joker Master.